So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 2. November 2021. Es ist Dienstag und gemeinsam mit Markets wollen wir uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen und die aktuelle Situation einschätzen. Gestern eine Weiterführung dieser massiven Squeeze auf der Oberseite in Tesla. Der eine oder andere wird es mit Spannung verfolgen, der eine oder andere wird es hoffentlich auch profitabel diese Welle mitreiten, diese Gamma-Squeeze, die jetzt eventuell... Gamma-Squeeze-Spekulation auf ein weiter sehr starkes Wachstum, das soll man vielleicht noch ganz kurz erwähnen oder beziehungsweise ergänzen. Wie gesagt, hoffentlich auf der richtigen Seite der Volatilität, primär also demnach auf der Long-Seite unterwegs, der ein oder andere hier innerhalb unserer Runde. Aber diese Party, die könnte jetzt zu einem ziemlich, zunächst einmal jedenfalls, unangenehmen Ende kommen. Elon Musk hat gestern etwas getwittert. Ich persönlich tue mich sehr schwer damit, jetzt da diese Korrekturbewegung eben als Resultat aus diesem Tweet von Musk zu nehmen, weil ich denke, dass diese Rallye nicht hauptsächlich getragen wird durch diese, ich nenne sie jetzt mal Herz-Headline von der letzten Woche. Wir werden da nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Aber bereits in der Vorbörse sehen wir jetzt die Aktie, ich glaube $80 unter Druck, also um 1140, gestern der Schlusskurs um 1220 gewesen. Und könnte durchaus sein, dass da jetzt ein recht scharfer Short sich tatsächlich abzeichnet, eventuell dann nochmal ein Rücksetzen in Richtung der 1000er-Region stattfindet. Es gibt andere Titel, die heute natürlich auch heiß sein werden, potenziell. Pfizer mit Zahlen vorbörslich, Under Armour. Under Armour wird der natürlich vielleicht überraschen, wird sagen, warum denn jetzt ausgerechnet die Aktie, nicht unbedingt schwer, kein High-Beta-Stock, eigentlich ein Sportartikelhersteller. Warum die? Ich habe mit denen im letzten Quartal relativ gute Erfahrungen gemacht, ausgehend von dem Earnings-Release. Sie haben ein sehr, sehr schönes Earnings-Play, beziehungsweise Second-Day-Play eben tatsächlich auf den Weg gebracht. Und ausgehend hier von der sehr, sehr sauberen Struktur würde ich gerne dieses Mal nochmal einen Blick drauf werfen. Kleines Risiko gewesen, sehr, sehr starker Move auf der Oberseite, also sehr attraktives CRV gewesen. Nicht, dass es diesmal auch wieder so kommen muss, aber zumindest mal lohnt sich da definitiv ein Blick. Wir werfen einen Blick auf den DAX, der sich weiter in Richtung der Allzeithochs pirscht und werfen natürlich darüber hinausgehend noch einen Blick auf die Entwicklung, die wir auch im Kryptobereich aktuell zu sehen bekommen, Bitcoin beispielsweise natürlich. Wir werfen einen Blick auf Gold und also wir haben eine relativ packed Agenda. Bevor wir starten, ganz offiziell hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, welches man selbst für sich erstellt, entscheide man dann, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Sollte man dann zu dem Schluss kommen, dass man es mal ausprobieren möchte, kann man auf markets.com/de, die MarketsX Handelsplattform, als Demo sich auch runterladen, risikofrei dann entsprechend den Handel testen. Und wenn man dann den Entschluss fasst, live durchzustarten mit echtem realem Geld, dann ist auch dort der Handel möglich natürlich. Klassisches Multi-Asset-Brokerage, darüber hinausgehend nicht nur Devisen CFDs, sondern auch physische Aktien, ETFs, alles zu den jeweils angebotenen Produktpaletten, wie gesagt, auf der Webseite, inklusive des vollständigen Risikohinweises. Den Link zur MarketsX Handelsplattform stelle ich gleich noch in die Chatbox ein. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den Märkten, nutzt gerne die Möglichkeit, jetzt während des Live-Events Fragen an mich direkt zu wenden, beziehungsweise unter den YouTube-Videos entsprechend eure Sprache, sag ich schon, eure Kommentare bzw. Fragen einzustellen zu auch jeweils zu betrachtenden Märkten, über die wir auch hinaus betrachten gerne. Kontaktiert mich gerne via Twitter, via E-Mail oder auch via meiner Webseite jk-trading.com/forum und da habt ihr dann alltäglich jeden Tag eine Trading-Chatbox vorbereitet, wo ihr zum jeweiligen Handelstag euch nicht nur mit mir austauschen könnt, sondern natürlich auch mit anderen Trading-Begeisterten. So, hier einmal der Blick in die MarketsX Handelsplattform und ich räume hier kurz ein bisschen auf im Hintergrund, beziehungsweise teile einmal in der Chatbox den Link zur MarketsX Plattform, die wir jetzt hier offen haben. Müssen wir ein bisschen scrollen, aber das haben wir gleich. Ja, wie gesagt, wo sind wir? Da ist der Link. Sehr gut. Vola, die wir in Equities zu sehen bekommen, aktuell, man möchte fast sagen, also in Einzeltiteln, so muss man sagen, jenseits von Gut und Böse, die Bullischen ist auch jetzt im Hinblick beispielsweise auf die US-Equities weiterhin uneingeschränkt weiter aufwärts gerichtet. Wir haben jetzt in den kommenden Tagen potenziell vielleicht einen recht heißen Bereich, der uns einfach mal ins Haus steht, in Anführungsstrichen mit Earnings, wo wir nochmal einiges an Volatilität erwarten können, und zwar Stichwort Biotech-Unternehmen bzw. Pharma-Unternehmen an der Stelle, eben wie gesagt Pfizer, wobei Pfizer noch die verhältnismäßig
wie soll ich sagen, nicht solideste Aktie ist der falsche Begriff, sondern die volatilste eventuell, ausgehend von der Schwankungsintensität. Also Growth Stocks, ganz besonders wie Moderna beispielsweise, die allerdings dann erst am Donnerstag Zahlen veröffentlichen, oder auch Novavax. Ich hatte gestern Novavax kurz zum Thema gemacht in der Discord-Community. Auch dazu schicke ich mal ganz kurz hier den, stelle ich mal ganz kurz den Link in die Chatbox ein. Ist sich gestern unglaublich gut ausgegangen, weil ich nämlich gegen die 155 eine Stabilisierung als potenziell Long zum Thema gemacht habe, und zwar schon bevor wir den Lauf zu sehen bekommen haben, also das heißt bereits in der Vorbörse. So, einmal hier kopieren. So, stelle ich einmal ein, Discord. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz einmal zurück auf Novavax. Hier ist einmal Tesla, da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Wie gesagt, ich fange aber zunächst einmal ganz kurz an mit NVAX hier. Und also wir können sehen, die Aktie hat ja diese massiven Abschläge gesehen infolge dieser Erkenntnisse, die die FDA dort hatte in Bezug auf Verunreinigung oder dergleichen im Hinblick auf die Impfstoffherstellung. Und diese waren, wie gesagt, nur schwer nachvollziehbar, besonders vor dem Hintergrund, weil wir eben mehrere Produktionsstätten hier an der Stelle haben und das doch sehr, sehr seltsam anmutete, diese Headline. War eine potenzielle sogenannte Exaggeration, also Übertreibung einfach, beziehungsweise eine potenzielle Ente vielleicht. Ich hatte dann auch in dem Zusammenhang mit einem Pharmazeuten gesprochen. Die Aktie war an dem Tag, als diese News über den Ticker lief, schon sehr, sehr heiß gewesen. Kam zurück, hat dann begonnen, hier gegen die 130, 132er Region einen potenziellen Boden auszubilden. Und hat seitdem eben einen scharfen Push auf der Oberseite gesehen, also die kompletten Abschläge hier wieder aufgeholt, die infolge dieser Meldung über den Ticker liefen, beziehungsweise parallel dazu auch hier dann weiteres bullisches Momentum aufgenommen, infolge der jetzt zu Beschleunigung aufnehmenden Querstrich der Meldungen dahingehend, dass es eben eine baldige Zulassung des Impfstoffs von Novavax eben geben soll. Und zwar nicht nur in Europa, wo die Zulassung noch läuft, sondern auch beispielsweise in Großbritannien, also Vereinigtes Königreich, UK, in Australien, in Indonesien beispielsweise, ist ein Impfstoff, der potenziell für mittel- bis niedrig einkommensstarke Länder eben verfügbar sein soll, deswegen auch eine unglaubliche Reichweite haben dürfte, potenziell in Ländern wie beispielsweise Afrika oder auch im südostasiatischen Bereich oder generell im asiatischen Bereich, gar nicht mal in Südostasien alleine. Indien beispielsweise spielt da auch eine ganz große Rolle. Und hat eben nicht den in Anführungsstrichen klassischen mRNA-Impfstoff, beziehungsweise auch die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca oder beispielsweise Johnson & Johnson, sondern es ist ein Impfstoff, der eben proteinbasiert ist. Also sehr ähnlich in Anlehnung an klassische Totimpfstoffe, altbewährte, wie heißt denn das? Techniken oder wie gesagt auch Impfstoff, Verfahren bei der Herstellung von Impfstoffen eben Anwendung findet. Und der ein oder andere hat vielleicht damals, oder damals, ich weiß nicht, also ich habe diese Diskussion da nicht weiter mitverfolgt, weil das ein bisschen absurd anmutet, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, der hieß Stöcker, glaube ich. Dieser Professor, der sich auch in Bezug auf die Antikörperherstellung und dergleichen da spezialisiert hatte und dessen Verfahren ein anderes Verfahren darstellt als das, was damals eben hauptsächlich forciert wurde, und zwar mRNA bzw. Vektorimpfstoffe. Und wo es dann auch einen Disput gab zwischen Stöcker und wohl der Bundesregierung. Da gab es wohl auch Klagen in irgendeiner Form, die waren allerdings alle haltlos. Das Verfahren, was Stöcker dort verwendet hat, ist jenes, was jetzt von Novavax im Grunde genommen auf den Weg gebracht wird oder beziehungsweise verwendet wird innerhalb dieses Impfstoffes. Also besonders jetzt im Hinblick auf Deutschland, aber das kann auch rund um den Globus, kann das tatsächlich vielleicht sogar sein, dass dieser Impfstoff beginnt, Skeptiker in Bezug auf diese neuartige mRNA-Technologie zu überzeugen. Also Fakt ist auf jeden Fall, hat sehr, sehr hohes Potenzial, großes Potenzial eben aus dieser Perspektive. Ist, kein, wie gesagt, kein klassischer Totimpfstoff. Das wäre wiederum Valneva. Das ist ein anderer Impfstoffhersteller aus Österreich. Aber hat ein
potenziell unglaublich gute Aussicht, auch im Hinblick auf diese sogenannten Booster-Impfungen, die jetzt ja überall ein Thema werden, unabhängig davon, wie man dazu steht. Ja? Also wir betrachten das hier aus rein trading-technischer Perspektive. Hat eben eine extrem guten Aussicht hier verstärkt Verwendung zu finden. Und ja, die Reaktion im Markt lässt ahnen, was da eventuell noch an Kurspotenzial eventuell besteht. Also gestern, wie gesagt, haben wir in Anlehnung an diese Meldung, ich hole das mal ganz kurz hier drauf. So, ich, Moment, ziehe das mal eben hier rein. Harley-Davidson, XPath, hier. Das war, so, das ist aus der Discord-Community. Link, den habe ich, wie gesagt, gerade eingestellt und da steht es. Also hier, Files for COVID-19 Vaccine Authorization. In Kanada, habe ich gerade gar nicht gesagt gehabt, in Kanada ebenfalls. Dann haben wir eben hier Indien bzw. Indonesien eben entsprechend diese Notfallzulassung und dergleichen, die da auf den Weg gebracht worden sind. Und also auch die Frage zum Beispiel, warum das jetzt so lange dauert, bis diese Impfstoffe zugelassen sind. Also ich habe mich jetzt davon verabschiedet, irgendwie über die Mainstream-Medien irgendwas darüber zu erfahren, Querstrich. Also beziehungsweise, ja, warum verabschiede ich mich erstmal von den Mainstream-Medien in dem Zusammenhang? Nicht, dass es dort eine Fehlinformation irgendwie dahingehend gibt, dass man irgendwie versucht, diesen Impfstoff zu verunglimpfen oder dergleichen oder irgendwie sagt, naja, das ist, weil das alles so ein bisschen hakelig ist in der Zulassung. Ich habe da mit einem, wie gesagt, Pharmazeuten drüber gesprochen und er hat gesagt, das hat den Grund, weil man hier natürlich auch eine entsprechende Unterstützung seitens zum Beispiel der Krankenkassen wünscht. Also hier zum Beispiel dieses Prüfverfahren und die Länge, so wie sich das in die Länge zieht. Das hat damit zu tun, dass einfach hier eine größere Sample Size in Bezug auch auf die Efficacy, also auf die Effizienz dieses Impfstoffs oder auf die ja, also ihr wisst, was ich meine, also die Wirksamkeit oder die Wirksamkeit des Impfstoffes eben zu erreichen, die beispielsweise deutlich höher liegt als das, was AstraZeneca zum Beispiel liefert, gegen die zum Beispiel auch Valneva seine Studien wiederum am Laufen hat und dergleichen. Und das hat dadurch eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, eine entsprechende auch breite Reichweite zu erhalten, der Impfstoff. Und das führt dann dazu, dass einfach hier absichtlich das in die Länge gezogen wird, weil man einfach sagt, man kann dann auch durchaus noch mal einen Monat länger oder 2 Monate länger diese Zulassung verzögern. Das kommt natürlich dann relativ zügig, jetzt im Hinblick auf all das, was an Diskussionen aufgekommen ist in Bezug auf Impfstoffe generell, beziehungsweise Verschwörungstheorien, die sich auch irgendwie halten oder Skepsis, die auch bewusst aufrechterhalten wird oder auch ganz natürlich entsteht durch zum Beispiel diese Korruptionsfälle in der Politik und dergleichen, Stichwort Maskendeals und so weiter. Warum sollte das bei Impfstoffen anders sein? Also, dass aus dieser Perspektive sich das einfach in die Länge zieht. Und deswegen das länger dauert, neben dem Umstand, dass proteinbasierte Impfstoffe sowieso in der Herstellung, im Herstellungsprozess länger brauchen als beispielsweise die mRNA-Technologie, wo wir beispielsweise über die entsprechenden Stränge, in Anführungsstrichen diese Proteinstränge im übertragenen Sinne, im Falle von Moderna weiß beispielsweise über ein Wochenende eine Lösung oder einen Impfstoff Idee haben formulieren können über ein Wochenende hinweg. Also das heißt, man analysiert im Grunde genommen dann das Virus, zerlegt das im übertragenen Sinne in seine Einzelteile und ist dann ausgehend von dieser mRNA-Technologie in der Lage, sofort auf dieses Virus entsprechend eine Antwort in Anführungsstrichen zu finden. Und das ist im Hinblick jetzt, wie gesagt, bei diesen proteinbasierten Impfstoffen einfach komplexer und dadurch dauert das länger. Ja? Also das ist eine ganz natürliche Herangehensweise. Im Zusammenhang mit dieser Gesamtemotionalisierung der Debatte nimmt das natürlich hier absurdeste Form an und natürlich ist man da relativ schnell auch bei irgendwelchen Unterstellungen, wie gesagt, Verschwörungen und dergleichen. Und das ist alles ein ganz normaler Prozess, der da einfach stattfindet. Und neben dem Umstand allerdings, es kommt noch ganz Wichtiges in dem Zusammenhang. Das ist mir aufgefallen. Ich habe jetzt mittlerweile festgestellt, ich muss ein bisschen aufpassen, aber ich habe mich jetzt mittlerweile eingeschossen, so ein bisschen auf die Politik, ne? Und die Art und Weise, wie die jetzt gerade auch die Spaltung des Landes, der Länder grundsätzlich rund um den Globus, besonders in der europäischen, auf der europäischen Landkarte vorantreiben. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum eigentlich hier mit Aussicht auf solch einen Game Changer, so nenne ich ihn jetzt mal, um auch beispielsweise Skeptiker oder Kritiker oder beziehungsweise Kritiker der mRNA-Technologie, also diese zu erreichen, warum dann eigentlich keine Kampagnen in Anführungsstrichen gefahren werden, um die Leute zu sagen, Leute, beruhigt euch,
Da kommt ein anderer Impfstoff und dieser Impfstoff, der kann eure Zweifel besänftigen, sofern das überhaupt möglich ist. Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen per se nein. Die werde ich davon nicht überzeugen, aber es gibt noch welche, die sind in Anführungsstrichen auf der Kippe. Und das Interessante jetzt ist in diesem Zusammenhang, dass diese proteinbasierten Impfstoffe, auch Totimpfstoffe zum Beispiel, relativ günstig sind. Deswegen zielen die ja auch auf beispielsweise mittel- bis einkommensschwache Länder ab, ganz besonders. Das heißt, anders formuliert, die Gewinnmargen im Vergleich zum Beispiel zu mRNA-Wirkstoffen sind jetzt hier bei Novavax oder auch bei Valneva zum Beispiel nur ein Vielfaches geringer. Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wenn, und davon ist auszugehen, irgendwelche Politiker irgendwelche finanziellen Interessen haben, haben die kein Interesse daran, mit irgendwelchen geringeren Margen, in Anführungsstrichen, im Hinblick auf ihre eigenen Bonifikationen zu arbeiten. Und demnach ist es dann nur nachvollziehbar, dass da keine größeren Kampagnen gefahren werden oder beziehungsweise, dass dort, also so zumindest meine Interpretation, so will ich das mal sagen. Also ich unterstelle das niemandem, ja, aber ich würde sagen, das wäre, würde mich nicht überraschen. Das Gleiche gilt ja auch im Hinblick beispielsweise auf AstraZeneca. Ich habe mich damals schon seltsam verwundert gezeigt, ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich es öffentlich kommuniziert hätte, aber wie da mit eben diesen Thrombosefällen zum Beispiel umgegangen worden ist. Wenn man sich das mal ein bisschen aus der Distanz anguckt, ein bisschen weniger emotional, stellt man fest, die Wahrscheinlichkeit, eine Thrombose zu bekommen, zum Beispiel als Frau in dem Fall, wenn man die Antibabypille nimmt, ist um ein Vielfaches höher, als wenn ich mich mit AstraZeneca, ausgehend von den Daten, die man zum damaligen Zeitpunkt hat, impfen lassen würde. Und so wie das dann gehypt worden ist, begann das dann allerdings einen Sinn zu machen, just in jenem Moment, wo man einfach realisiert hat, naja klar, wenn ich jetzt die Leute im Grunde genommen versuche, auf den in Anführungsstrichen mRNA-Strang zu bringen oder auf diese mRNA-Schiene, dann hat das besonders jenen Grund, weil einfach die Gewinnmarge mit diesen Impfstoffen um ein Vielfaches höher ist, als sie es ist, wenn ich eben diese Vektorimpfstoffe bzw. diesen relativ günstig hergestellten Astra-Impfstoff beispielsweise nehme. Eine ähnliche Überlegung kommt dann eben jetzt auch im Hinblick auf Novavax zum Tragen zum Beispiel. Und deswegen scheint mir das so ein bisschen der Hauptgrund dessen zu sein, warum da keinerlei größere, in Anführungsstrichen, Kampagne gefahren wird oder warum die nicht wirklich stärker promotet werden beispielsweise. Also, aber unabhängig jetzt davon, wie man das interpretiert und dergleichen, wie gesagt, medizinische Fragen auf jeden Fall zum Arzt gehen, zu seinem Arzt des Vertrauens, der wird einem da schon entsprechend mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf jeden Fall sind diese auch News zum Beispiel. Nehmen wir mal Valneva. Also das ist eine andere Aktie, ist nicht besonders die aktiv gehandelten Titel, aber der ein oder andere, der hat vielleicht das ein bisschen mitverfolgt. Valneva hatte einen extrem starken Run hier. Also da gab es im Juni schon letztes Jahr eine entsprechende starke Akkumulation und dann sind wir hier von 12 Euro die Aktie. Also die wird an der Euronext gehandelt. Also deswegen da oben auch der Delayed-Quote. Also deswegen, ich habe hier real in meiner Handelsplattform, die sind übrigens auch gar nicht handelbar bei Markets, das möchte ich auch an der Stelle sagen. Also Valneva, Novavax sind da nicht tradebar, aber ich will es einfach mal die aktuelle Entwicklung da mal einfangen, unabhängig jetzt davon, ob das handelbar ist, nicht, um einfach ein übergeordnetes Bild zu geben. Auch im Hinblick jetzt auf das, was Pfizer oder was Moderna zum Beispiel vielleicht dann an News jetzt veröffentlichen, auch besonders im Hinblick vielleicht auf das, was von Moderna am Donnerstag zu erwarten ist. Jetzt war es bei Valneva so, dass die Aktie hier vertikal gegangen ist. Also die Aktie, die hatte sich innerhalb kürzester Zeit nahezu verdoppelt gehabt. Das war ein Zeitfenster hier von 3, 4, 5, 6, 2 Wochen maximal. Nur um dann anschließend hier einen regelrechten Kollaps zu sehen. Und wir sind dann wieder zurückgesetzt. Und wo kam dieses Gap Down her? Es war, nachdem die britische Regierung Valneva unterstellt hätte, die Impfstoff Verträge, die man geschlossen hat, nicht eingehalten zu haben. Also das war das Statement, die Aktie, die kollabierte regelrecht. Also wir haben hier fast Abschläge von 50% gesehen und das war schon fast, man hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt der Sargnagel gewesen, der da reingeschlagen worden ist, weil das sah jetzt danach aus, wenn jetzt Großbritannien abspringt. Europa hat weiter an den Verträgen es festgehalten, an den entsprechenden Geldern, die dort geflossen sind und der in Aussichtstellung, dass man die Impfstoffe, diesen Totimpfstoff abnimmt und dergleichen. Aber also das war dahingehend ein bisschen seltsam, weil Valneva hat das komplett von sich gewiesen. Sie haben gesagt, wir haben keine Verträge oder dergleichen gebrochen. Und das war sehr, sehr interessant. Ich bin nämlich dann wieder zu dem Pharmazeut gegangen und gesagt, sag mal, hä? Kannst du mir das erklären? Also wie kann denn sowas passieren? Und sagt er, das ist kurz im Anschluss an die verhandelten Verträge und die Preise, die Briten willens waren zu zahlen für eine Impfdose hier von Valneva, sind die an Informationen gekommen, dass die parallel dazu laufenden Verhandlungen mit der EU darauf hindeuteten, dass die EU günstigere Preise für die
für eine, glaube ich, gleiche Menge an abgenommenen Impfstoffen eben ausgehandelt haben. Und die Briten, die haben sich dadurch negativ, also die fanden das blöd. Die wollten auch einen guten Preis, einen besseren Preis haben und sind infolgedessen dann mit entsprechenden Statements an die Öffentlichkeit gegangen. In einer besonders aufgehitzten emotionalen Debatte, die wir sowieso schon sehen, sind diese Pokerspielchen im Hintergrund, die dann so etwas zu nach sich ziehen, natürlich begünstigend dafür, entsprechende Spekulationen auf den Weg zu führen, auf den Weg zu bringen und natürlich dazu zum allgemeinen, wie soll ich das nennen, zu allgemeiner Unsicherheit beizutragen. Aber es entbehrte jeglicher Grundlage. Und demnach war es auch nicht überraschend, dass die Aktie dann eben entsprechend mit den jetzt auch jüngst veröffentlichten dann neuen Studien, die auf den Weg gebracht worden sind und des weiteren Vorantreibens ihres Impfstoff, also Totimpfstoffprojektes, so nenne ich das jetzt mal an der Stelle, dass die Aktie wieder auf die Ausgangsniveaus hochgelaufen ist. Also ein hochvolatiler Bereich, Biotech bzw. Impfstoffhersteller und dergleichen, kann aber äußerst lukrativ sein, wenn man so ein bisschen wenn man so ein bisschen die Schachzüge, die im Hintergrund stattfinden, in der Lage ist einzuordnen. Und also jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, ich bin wieder zurückgegangen auf Valneva. Also wir kommen mal ganz kurz zu Novavax. Novavax hat gestern, und das hatte ich geschrieben gehabt, hatte gestern einen ganz interessanten Lauf, eben durch diese vorbörslichen Spekulationen. Und ich schrieb dann eben, hier kann man das sehen, ich schrieb dann eben, sollten wir jetzt hier, Inflection ist 160, wenn wir zur Eröffnung einen kurzen Flush, aber halten der 155 zu sehen bekommen, könnten wir noch einmal die 170er-Region anlaufen. Und bestellt, geliefert. Also hier kam dieser kurze Flush. Wir sind schon in der Vorbörse ein bisschen unter Druck geraten. Wir konnten allerdings diese Hochs um 155 hier halten. Sind ein bisschen überschossen. Also im Tief wurden wir hier gehandelt bei rund 163,50, 53,60, Verzeihung, 53,50 ungefähr. Es ist eine Aktie, die allerdings eine extrem hohe Volatilität hat. Also im Average True Range von 15 Dollar, fast 20 Dollar, glaube ich. Und das ist enorm für eine Aktie, die hier bei rund, man könnte es ja sehen, 160 Dollar notiert. Also das sind mehr als 10% Intraday-Tagesschwankungen, die da durchaus denkbar sind. Das ist also nicht unbedingt für jedermann. Aber wenn man so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt, können das wirklich, lassen sich da potenziell hochattraktive Trading-Setups eben heraus formulieren, bereits vorbörslich. Die 155 konnte gehalten werden. Ich mache mal ganz kurz hier, damit man auch einen Chart hat, basierend auf dem Volumen. So, wir konnten an der Stelle sehen, VWAP wurde zurückerobert, VWAP wurde gehalten. Das war spätestens hier um 160, das war auch meine Inflection. Und dann kam eben der Run zurück in Richtung und auch sogar über die 170. Kurzer Pull-in nochmal, das war hier gegen 19 Uhr ungefähr. Und dann haben wir im Bereich der Tageshochs geschlossen, was ein stark bullisches Signal ist. Und vielleicht auch der Wegbereiter für weitere Aufschläge jetzt in Folge weiter zunehmender Zulassungen und dergleichen, die da eben stattfinden. Also ihr könnt schon erkennen, es ist ein hochspannender Bereich, also auch aus der trading-technischen Perspektive und durchaus einen Blick wert an dieser Stelle. Also das ist ganz kurz zu Novavax. Wir wollen aber hier an der Stelle zurückkommen jetzt einmal auf die anstehenden Earnings, eben ganz kurz hier, gebe ich euch mal den Link. Findet ihr auf der Webseite von Markets, unglaublich cool aufbereitet, weil wenn ihr auf markets.com/de geht, habt ihr oben den Button Nachrichten. Dann geht ihr auf US-Berichtssaison. Und dann habt ihr hier entsprechend aufgelistet die wichtigsten News. Also, der ist nicht ganz so detailliert wie jener, den ich immer hier zur Verfügung stelle, wo dann entsprechend natürlich eine Vielzahl von mehr Unternehmen eingefangen wird. Aber zumindest mal kriegt man hier Pfizer zum Beispiel heute vorbörslich angezeigt oder eben beispielsweise am Donnerstag, das ist dann der 4.11., auch Moderna in der Vorbörse zum Beispiel angezeigt. Und jetzt im Hinblick auf besonders eben Pfizer ist es so, dass es interessant zu sehen sein wird, ob man in der Lage ist, eben die jüngst veröffentlichten positiven Wachstumsaussichten auch im Hinblick eben auf die weiter abgenommenen Impfstoffe, zunehmende, naja, Kritik in Anführungsstrichen ist das falsche Wort. Also ich fasse es mal andersrum. Wir drehen es mal andersrum. Wir machen das mal andersrum auf, das Fass. Also wir haben Moderna und Pfizer-BioNTech als mRNA-Impfstoffhersteller, die im direkten Konkurrenzkampf zueinander stehen. Und im Grunde genommen aktuell so ein Race on their own im Grunde genommen führen. Also ich muss ehrlich gestehen, wenn ich das im Gesamtkontext sehe, muss ich sagen, spielen diese Vektorimpfstoffe von Astra oder beispielsweise auch Johnson & Johnson, auch besonders ausgehend von der jüngst laut gewordenen Kritik an Johnson & Johnson und den Impfstoffen und den Nebenwirkungen, die dort aufgetreten sind, nur untergeordnet eigentlich eine Rolle. Und Pfizer hat natürlich jetzt aktuell hier durchaus so ein bisschen Wind in den Segeln. Also die Aktie ist nochmal, das ist kein High-Growth-Beta-Stock-Name wie beispielsweise Moderna oder auch eine Tesla, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen.
Aber es ist dennoch so, dass eben wir einen Titel haben, der heute infolge der Earnings durchaus von Interesse sein könnte, besonders wenn wir eben hier oberhalb der gestrigen Hochs laufen. Also hier, da, die liegt ungefähr um 44. Wenn wir oberhalb dieses Niveaus in der Lage sind zu eröffnen, beispielsweise durch einen positiven Earnings Release, durch eine entsprechende Anpassung der auch Forward Guidance, das, was man erwartet im Hinblick jetzt auf den Gewinn pro Aktie oder auch den Umsatz, vielleicht durch die jüngst aufgekommenen Entwicklungen rund um Moderna. Moderna hat ja in Skandinavien, also in nordischen Ländern, beispielsweise Schweden, Norwegen, Dänemark, haben die eine Aussetzung ihres Impfstoffes zu sehen bekommen für Männer unter 30 infolge aufgetretener Herzmuskelentzündungen, verstärkt aufgetretener Herzmuskelentzündungen, beziehungsweise Studien, die darauf hingedeutet haben. Und daraufhin haben diese skandinavischen Länder die Impfung von Männern unter 30 mit diesem Impfstoff ausgesetzt. Das hat dann dazu geführt, also das ist beschränkt, glaube ich, einzig auf die skandinavischen Länder, wenn ich das richtig sehe. Das Interessante jetzt in dieser Konstellation ist natürlich, wenn man jetzt besonders mal sich anschaut, was dort in den USA passiert. In den USA geht es jetzt darum, Kinder zu impfen zwischen 5 bis 11. Also jetzt mal unabhängig davon, was man aus ethischer Perspektive davon hält. Aber Fakt ist, wenn man in skandinavischen Ländern eine Aussetzung der Impfung von Männern unter 30 infolge auftretender Herzmuskelentzündungen eben auf den Weg gebracht hat und zeitgleich plant in den USA, ausgehend von eingekommenen Daten und Studiendaten, die man angeblich hat von seitens Moderna, angeblich hat auch deswegen, weil es gibt durchaus Möglichkeiten, das kann sich jeder auch im Internet selber zusammensuchen, an offiziellen Stellen, also das sind nicht irgendwelche Verschwörungsportale oder Foren oder so, sondern das sind offizielle Stellen, wo zum Beispiel Milliarden Strafzahlungen von Pharmaunternehmen auf den Weg gebracht werden mussten, nachdem klar war, dass sie bestimmte Datenlagen zum Beispiel gefälscht haben. Also, ne, das sollte man durchaus berücksichtigen. Nicht, dass ich Ihnen das unterstelle. Ich sage nur, es ist durchaus ein Grund, vielleicht mal so ein bisschen auch das skeptisch zu befragen, hinterfragen, was da an Daten eben in so kurzer Zeit, besonders dann bei solch einer sensiblen Gruppe wie Kindern eben auf den Weg gebracht wird. Nochmal, ethisch sprechen wir nicht darüber. Wir reden jetzt hier aus rein trading-technischer Perspektive. Das Interessante, was ich jetzt in dieser Konstellation eben finde, ist, dass bis gestern jedenfalls, im Hinblick auf, oder bis jüngst jetzt, das kein Thema war, jetzt in Bezug auf Moderna. Und jetzt hat die FDA, also die Food and Drug Administration in den USA, hat jetzt begonnen, eben diesen Plan, eine Impfkampagne für Kinder zu forcieren oder beziehungsweise den Impfstoff zuzulassen, beziehungsweise eine Verimpfung des Stoffes zu empfehlen, hat das auf die lange Bank geschoben, in Anführungsstrichen. Also sagen, wir brauchen mehr Daten, also wir können damit so, wie wir es jetzt hier haben, nicht arbeiten. Und das hat natürlich auf den Aktienkurs von Moderna erstmal negativ durchgeschlagen, beziehungsweise auch die negative Publicity, sollte man nicht unterschätzen, die so etwas hat. Wir reden immer noch von einem gesundheitlichen Eingriff und wir reden an der Stelle immer auch von Vertrauen, was man dann in dieses jeweilige Unternehmen und in diesen Stoff eben hat. Sprich, lange Rede, kurzer Sinn, das könnte durchaus etwas sein, was vielleicht hier einen optimistischer als aktuell erwarteten Wachstumsausblick oder eine Forward Guidance für dann eben das vierte Quartal von Pfizer eben beinhaltet. Das könnte durchaus, sollte Berücksichtigung finden und ja, könnte dann eben dazu führen, dass wir mit Eroberung der 44 und Halten oberhalb des 44er Levels zunächst einmal weiter bullisches Momentum aufnehmen. Erstmal ein bisschen gefilmt um 46 eventuell. Also diese Abwärtssequenz, man kann es ja hier erkennen, ist gebrochen worden. Ja, also diese Sequenz, obwohl wir können es auch ein bisschen. So, also diese Abwärtssequenz ist definitiv gebrochen worden hier. Und jetzt sind wir eben in der Lage, besonders eben das letzte relative Hoch, was sich hier so im Bereich um 43 ausgebildet hat, sind wir offensichtlich in der Lage zu halten. Und das ist meiner Einschätzung nach ein durchaus positives Signal. Und wenn es jetzt gelingt, eben die 44 rauszunehmen, dann ist da durchaus zeitnah weitere Aufschläge einzukalkulieren, die uns eben führen könnten bis in Gefilde um 46. Das ist jetzt so ein bisschen Stochern im Dunkeln oder im Nebel im Großen und Ganzen, weil wir wissen nicht, wie die Earnings veröffentlicht werden. Und wie gesagt, heute in der Vorbörse wissen wir Bescheid. Es ist potenziell so, dass Pfizer für heute ein eventuell heißer Titel ist. Sollten wir auf dem Schirm haben und einfach dann eben entsprechend schauen. Es ist davon auszugehen, ich will es mal ganz kurz hier bei Finwiz zeigen. Es ist davon auszugehen, da werden im Schnitt durchschnittlich ungefähr 32 Millionen Stücke gehandelt, also 31,66 Millionen.
Wenn dann in der Vorbörse mehr als 3 Millionen Stücke gehandelt sind, dann ist auch der rein technische Aspekt, mehr als 10% des durchschnittlich gehandelten Volumens in der Vorbörse gehandelt, für mich erfüllt, dass die Aktie eben heiß ist. Und dann schauen wir einfach von da. Dann identifizieren wir entsprechende charttechnisch relevante Level und würden dann ausgehend hiervon eben Trading-Setups formulieren. Ich mal ganz kurz hier, ne? Ganz kurz schauen, wo ist denn PFE da? Also in der Vorbörse sieht es erstmal jetzt relativ gut aus. Die Earnings sind noch nicht veröffentlicht worden. Ja? Dann würde hier dieser Button, der würde dann entsprechend hier stehen. Da hätten wir auch schon eine entsprechende Zahl. Das ist das, was erwartet wird. Das ist der Earnings per Share. Das ist der Umsatz. 22,56 Milliarden. Hauptfokus natürlich aktuell weiter ganz klar auf den Impfstoffen. Und das, was mit Boosterimpfung und so weiter erwartet wird. Das ist also hier, das sind nur Zahlen, die so, ich sag mal, interessant sind sicherlich. Da sollten wir Fokus drauf werfen. Aber nichtsdestotrotz, die weniger relevant sind, das, was interessiert. Ist eigentlich die Forward Guidance. Aktuell handeln wir, wie gesagt, oberhalb der 44. Mal schauen, ob wir in der Lage sind, die zu halten. Wie gesagt, wir warten auf die Earnings und dann schauen wir von da. So, ja, Moderna. Beziehungsweise ich überlege gerade, ob wir jetzt Moderna noch zum Thema machen wollen oder ob wir uns da nicht so ein bisschen das Wasser dafür abgreifen oder abgraben, dass wir dann hier am Donnerstag nichts mehr haben. Also ganz kurz hier auf die Berichtssaison geguckt. Wie gesagt, da hatten wir es hier zum Thema gemacht, vorbörslich. PMO, achso, ganz wichtig. PMO heißt Pre-Market. Ja, und AM oder AM heißt an der Stelle, also PMO ist Pre-Market Opening und AMC ist After Markets Closed. Also das heißt, bevor der Markt öffnet, beziehungsweise nachdem der Markt geschlossen hat. Ja, das ist ganz wichtig. Also vor 15:30 Uhr, nach 22 Uhr. Unserer Zeit, mitteleuropäisch, beziehungsweise aktuell, wir haben jetzt die Umstellung gehabt, eine Woche ist es vor 14:30 Uhr, nach 21 Uhr. Also genau, moderner. Ein Blick, wie gesagt, mal kurz drauf geworfen. Interessant wird es mit Sicherheit. Eigentlich ist es ein sogenanntes Sympathy Play. Das heißt also, wir dürfen davon ausgehen. Ja, das ist nicht so günstig, nehmen wir mal raus. Das heißt, wenn wir jetzt gute Zahlen oder auch einen Wachstumsausblick beispielsweise von Moderna, Entschuldigung, von Pfizer zu sehen bekommen, dann hat das natürlich auch potenziell Auswirkungen darauf, was Moderna eben vielleicht für Zahlen liefert. Eins steht außer Frage, wir haben nach einem ziemlich volatilen Sommer jetzt einen scharfen Pullen zu sehen bekommen, können diese längerfristige Aufwärtstrendlinie aber halten und sehen auch kontinuierlich, das zeigt dann eben diese Sequenz hier, ein Step-up im Grunde genommen. Das bedeutet also, dass wir eine Sequenz höherer Tiefs eben ausbilden. Das ist ein bullisches Signal. Schlüsselbereich dürfte so um die, also hier kann man es auf der Stunde, glaube ich, am besten erkennen. Kurz gucken, ich räume mal hier ein bisschen auf. So, zack. So die 350er Region, Pi mal Daumen, das dürfte so der Schlüsselbereich sein, auch aus psychologischer Perspektive. Wenn wir die rausnehmen können, dann könnte das der Wegbereiter für einen erneut bullischen Drive eben sein, ein deutliches Aufdrehen gegen diesen Bereich. Ich habe jetzt gerade eigentlich ein relativ skeptisches Bild für Moderna skizziert, aber eventuell ist genau das der Grund, diese Skepsis, die sich beginnt, auch jetzt bereits im Markt wiederzuspiegeln, die nicht nur ich habe, sondern auch andere Marktteilnehmer, dass das eben dazu führt, dass man dann in Verbindung mit diesen jetzt hier höheren Tiefs, die ausgebildet werden sind, vielleicht den Rückschluss ziehen sollte. Das ist größtenteils eingepreist. Sobald es hier eine positive Überraschung gibt oder dieses Approval dann doch stattfindet, könnte das eben genau dieser Treiber sein, der uns dann über die 350er-Marke an dieser Stelle eben führt und dann früher oder später den Run wieder in Richtung 400 und höher eben auf den Weg bringt. Also das ist ein, also Moderna ist ein sogenannter klassischer Momentum-Stock und demnach auch auf besonders so, oder für sogenannte Momentum-Hedgefonds von Interesse. Also Momo-Trading ist dann so die Bezeichnung dafür. Momo steht für Move to Move. Also das heißt, dass man versucht eben im markttechnischen Handel würde man das als zum Beispiel Progressionshandel bezeichnen. Und von den jeweiligen dann Bewegungsarmen, also von diesen Progressionsarmen entsprechend zu profitieren. So kann man sich das vielleicht bildlich ein bisschen besser vorstellen. Moment, jetzt stelle ich gerade fest, es wird vielleicht der ein oder andere sich das hier angucken und sagen, ah ja, Progression, das hört sich professionell an. Aber vielleicht weiß man gar nicht so richtig, was das ist. Also, oh, Verzeihung, das ist Quatsch. Moment, mal hier den. Also, das, Progressionsarm, Regression, Korrekturbewegung, Progression, Regression. Ja. Sequenz steigender Hoch, steigender Tiefs. Grün ist die Progression, Progression.
Das ist das Move to Move, also wo ich versuche, von dieser Bewegung zu positionieren, mich zu positionieren. Ich versuche mich hier in der Gesamtstruktur hier im Ursachebereich zu positionieren und dann bei solch einer Bewegung hier und einem Vorstoßen in den Wirkungsbereich übergeordnet die Position wieder zu geben. Also das heißt, ich versuche von diesem in Anführungsstrichen Filetstück zu profitieren und das ist dann entsprechend die Regression, wo ich nicht positioniert sein möchte, da ich nicht den übergeordneten Trend spiele, sondern eben diese Progression versuche zu kapitalisieren. Und so kann man sich das dann an der Stelle vorstellen, wie man hier versucht, in solch eine tiefe Korrektur, das ist eine potenzielle sogenannte ABC-Korrektur auf eine übergeordnete Aufwärtstrendlinie, wie man dann versucht, sich eben gegen diese Trendlinie zu positionieren, in Erwartung, dass mit Überschreiten eines bestimmten charttechnisch relevanten Bereichs wie 3,50 hier nächster Schub auf der Oberseite stattfindet. Man versucht eben von diesen Momentum-Moves eben tatsächlich zu profitieren, die sich ganz besonders in sogenannten High-Beta-Stocks widerspiegeln, zu denen Moderna einfach aktuell gerade zählt. Und die Haupt-High-Beta-Stock aktuell ist allerdings ganz klar eine Tesla. Also ich hoffe, ihr erzählt mir an der Stelle ein bisschen, dass wir heute den Einzeltitelbereich abarbeiten. Den DAX werden wir gleich auch nochmal kurz beleuchten. Bin so ein bisschen jetzt von Höchstchen auf Stöckchen gekommen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, Equities sind gerade im Einzeltitelbereich einfach um ein Vielfaches spannender und liefern einfach, auch ausgehend von der Earnings-Season, einfach um ein Vielfaches interessantere Setups bzw. Gedanken, die darüber hinausgehend formuliert werden können. Das ist ja eine Tesla. Also, vertikalster Kursanstieg. Und jetzt müssen wir so ein bisschen was zu der Geschichte dahinter erzählen, wo dieser Treiber herkam. Wir hatten schon einen relativ starken Delivery Numbers Datensatz, der veröffentlicht worden war. Das war Anfang Oktober. Und der deutete schon darauf hin, dass es potenziell in Richtung sogenannter Crushing Earnings geht für Tesla. Also dass das sehr, sehr starke Earnings wieder werden mit sehr, sehr starken Wachstumsaussichten. Und wir begannen das dann auch entsprechend zu antizipieren, also sprich vorwegzunehmen. Wir drifteten hier in Richtung damals schon der Allzeithochs. Und ich hatte dann ja gesagt, das ist so ein Buy the Rumors, Sell the News eigentlich. Also wenn die News jetzt wie erwartet stark reinkommen, erwarte ich eigentlich eher, dass wir erstmal einen Pull-in zu sehen bekommen. Und dann sollten wir dann nochmal diese Trendlinie hier testen, Richtung 800, vielleicht 77, 87 vielleicht. Würde ich mich long positionieren, in Erwartung, dass es dann in den Jahresschluss hinein zu dem Run in Richtung hier der Allzeithochs bzw. im Bruch höher kommt. Blöderweise ist es so gewesen, dass dieser Pull-in nie stattgefunden hat, sondern wir gleich straight away auf der Oberseite gelaufen sind. Und den Ausbruch zu sehen bekommen haben, hier mit einem recht scharfen Gap aufwärts. Das war letzte Woche, das war am, ich muss mal kurz gucken. Dienstag, ne? Ja, ich glaube ja. Gab es hier ein recht scharfes Gap aufwärts und wir haben dann auch die Tausender-Marke sogar im Laufe des Handelstages rausgenommen. Hier nochmal ganz kurz geguckt. Also das ist der reine Kassahandel. Hier rum. Na, so machen wir es mal. So ist das, glaube ich, besser. 1. November. Ne, Moment. Mal ganz kurz hier. Komme ich gar nicht so weit zurück in der Historie. Da. Da kam dieser Run. 25. auf den Weg und da haben wir dann auch entsprechend einen regelrechten Chase gesehen, also einen recht starken Drive über das Tausender-Level. Und was war der Grund für diese News? Es war jetzt weniger die starken Wachstumsaussichten als die News, dass der Autovermieter Hertz 100.000 Tesla kaufen würde. Und infolgedessen sich natürlich jetzt Spekulationen begonnen haben, dann zu manifestieren, wonach man sich sagte, das ist ein Big News, besonders weil sich dann auch immer mehr Details herauskristallisierten. Zum Beispiel, dass Hertz an der Stelle Listenpreis zahlt. Also, das heißt, die haben kein Special Deal gekriegt oder dergleichen. Da kommt also einfach mal formuliert. Ja? Man stelle sich das mal vor, bildlich. Da kommt also jemand aus dem Vorstand oder der von mir aus auch Vorstandsvorsitzende von Hertz. Der geht zu Elon Musk ins Büro und sagt: Elon, pass mal auf, ich bin von Hertz, ich brauche 100.000 Autos. Kannst du mir die geben? Und er sagt: Ja, klar. Kriegen wir einen Discount? Nein. Ja, also 100.000 Tesla im Gegenwert von mehreren Milliarden im Auftragsvolumen, kein Discount, gar nichts. Und das ist, also man versuche das mal einzuordnen, was das erstmal für ein Statement ist, dass man sich anstelle von Tesla gar nicht wirklich in der Position sieht, irgendwelche Discounts geben zu müssen, weil die Nachfrage nach den Autos von Tesla
global aktuell so stark ist, dass die gar nicht hinterherkommen, zu liefern. Also man versucht das natürlich dann irgendwie zu rationalisieren und dann kommt man auf den Moment, dass man sagt, naja, wir haben hier eine Semiconductor-Shortage beispielsweise, also Halbleiter, Lieferengpässe und so weiter. Und dadurch haben wir Schwierigkeiten aktuell eben entsprechend die Autos hier zu produzieren. Aber dem ist nicht so. Also das heißt, das ist zwar ein Thema, was überall gemacht wird, aber alles in allem zeigen die Delivery Numbers, dass hier weiter in höchstem Umfang entsprechend Autos vom Band laufen, noch bevor jetzt Berlin die Gigafactory bzw. die Gigafactory in Austin in Texas eben live gegangen sind. Und das zeigt, die Nachfrage nach Tesla ist einfach unglaublich stark. Und jetzt kommt sogar einer der absoluten Powerhäuser im Bereich Car Rental, also das heißt Autovermietung, Autoverleih, und sagt, wir wollen 100.000, um einfach sich zu etablieren im Electric Vehicle Bereich, also das heißt im Elektromobilitätsbereich, um dort eben dann auch den Kunden entsprechende Möglichkeiten, sich mit Elektromobilität fortzubewegen, eben anzubieten. Und man muss natürlich auch den Nebeneffekt dadurch berücksichtigen. Also das ist vielleicht etwas, was man von sich selber kennt. Wenn ich das Auto kaufe, beziehungsweise nicht kaufe, sondern erstmal leihe und dann den ersten Eindruck bekomme von dem Auto und davon überzeugt bin, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich danach sage, ich kaufe mir jetzt dieses Auto, was ich mir hier geliehen habe. Also das möchte ich selber haben. Also das ist toll, das ist ein tolles Fahrerlebnis oder wie geartet. Und das ist ein unglaublich starkes Signal, was da gesendet wurde. Und es hat, naja, potenziell mit zu diesem Chasing beigetragen. Wobei ich sagen würde, es ist nur jetzt eigentlich meiner persönlichen Einschätzung nach, eine Rationalisierung dessen, was sich sowieso wachstumspotenziell hier in Bezug auf Tesla herauskristallisiert hatte. Also ich habe schon seit geraumer Zeit ja ein sehr, sehr positives Bild für Tesla skizziert, ausgehend von den sich jetzt sehr stark eben wachstumsorientierten Quartalszahlen, die jüngst veröffentlicht worden sind und weiteres Aufwärtspotenzial suggerieren im Wachstum, also Wachstum, auch Kurswachstum, nicht nur Unternehmenswachstum, sondern eben auch Aktienpotenzial eben hier zeigen, dass das eben durchaus ein weiterhin sehr, sehr starker, vielleicht nicht nur ein sehr, sehr starker Titel, sondern der stärkste Titel ist, den wir aktuell an der Wall Street zu sehen bekommen und der auch das Potenzial hat, eventuell ausgehend von diesen Wachstumsaussichten früher oder später, relativ zeitnah vielleicht sogar, dazu zu führen, dass eben Tesla ausgehend von der Marktkapitalisierung zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigt. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Das ist so die Geschichte, die dahinter steckt, hinter diesem Run höher auf der Oberseite, dieser Herz-Deal, so nennen wir ihn jetzt mal. Wir sehen also dieses Gap-Up, wir sehen diesen vertikalen Kursanstieg, der natürlich jetzt auch befeuert wird. Die Aktie wird jetzt in den Medien gespielt, dann kommen Retail-Trader, also Privatanleger, die besonders wieder mit Optionen beispielsweise hier agieren, weit aus den Geld liegende Optionen, die sie kaufen. In diesem Zusammenhang, die natürlich dadurch Absicherungsbedarf bei den jeweiligen Stillhaltern triggern, die dann wieder die physische Aktie kaufen müssen. Es gibt dieses Reinforcement und demnach kommt es hier zu diesem vertikalen Kursanstieg. So, und jetzt haben wir gestern erneut einen dermaßen wahnwitzigen Lauf zu sehen bekommen, sind jetzt hier bei über 1200 Dollar aus dem Handel gegangen und kurz nachdem eben dieser Kursverlauf sich hier rauskristallisiert hat, twitterte Elon Musk Folgendes. Also, hier kam Tesla Silicon Valley Club, also gibt natürlich Fanclubs, die sich hier freuen, dass ihre Investments in Tesla sich innerhalb kürzester Zeit und zwar in Bezug auf die letzten Jahre vervielfacht haben. Nicht wenige haben 10.000 Dollar vor einigen Jahren investiert und sind mittlerweile zu Millionären aufgestiegen. 10.000 Dollar Investment ist jetzt erschwinglich in Anführungsstrichen, also ist eine Riesenstory einfach. Auch die Mitarbeiter von Tesla, die natürlich entsprechend eben am Unternehmenserfolg mitbeteiligt werden und dergleichen, ist eine Erfolgsstory, das muss man einfach so sagen, also das muss man neidlos anerkennen, neben jetzt aller Skepsis, die man vielleicht an der einen oder anderen Stelle formuliert, aber ist eine Erfolgsstory. Und jetzt, wie gesagt, Super Tesla Stonks an der Stelle, also was ist diese Begrifflichkeit zu abwerten für Aktien, die jetzt eben hier vertikal gehen in den Märkten und dergleichen. Und dann verweist Elon Musk darauf, you're welcome, herzlichen Glückwunsch, also beziehungsweise gern geschehen für diese Performance. Und jetzt kommt allerdings der Schlag mit dem Hammer. If any of this is based on Hertz, also wenn irgendetwas, alles, was damit zu tun hat hier, auf Herz basiert, auf dieser Spekulation, I'd like to emphasize that no contract has been signed yet. Dann möchte ich betonen, dass bis jetzt kein Vertrag unterzeichnet wurde. Das ist eine reine Spekulation. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen für alle Skeptiker von Tesla und sagen, oh, guck mal, wieder so eine Fake-Geschichte. Jetzt haben sie den Aktienkurs wieder nach oben gepumpt und dergleichen. Jetzt kommt ein Verweis, Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz to the same margin as to consumers. Also das ist der Verweis, den ich gerade sagte. Wir haben
eine unglaubliche Nachfrage nach unserem Produkt, als wir Produktion haben. Und darum wird im Herz von uns nur Autos zum selben Preis erhalten wie unser klassischer Endverbraucher, also der Retail-Kunde in Anführungsstrichen. Und das ist genau der Punkt. Herzdeal has zero effect on our economics. Ich glaube, ich weiß, was er damit sagen will. Das hat keine Auswirkungen auf die grundsätzlich fundamentale Situation bei Tesla, aber ich würde dem widersprechen wollen, weil, wie gesagt, dieser psychologische Effekt, wenn ich jetzt als Autoverleiher Hertz entsprechend eben hier meinen Kunden mit Tesla erstmalig in Kontakt bringe und der Kunde sagt, das ist ein tolles Produkt, das will ich auch haben, und infolgedessen dann so eine auch hier Reinforcement Loop ins Spiel gebracht wird und dann entsprechende Nachfrage auf den Weg gebracht wird für die Produkte seitens dieser ursprünglich bei Hertz eigentlich Tesla Autoleier oder ja, Tesla-Leier. Demnach hat das schon aus rein psychologischer Perspektive jedenfalls, also Behavioral Economics Perspektive, einfach eine Auswirkung sicherlich. Nichtsdestotrotz ist das eben etwas, was natürlich jetzt, wie gesagt, Wasser auf die Mühlen jener ist, die diese Rallye herzbasiert gesehen haben. Und infolgedessen kommt es jetzt, und dann gehen wir mal ganz kurz hier auf die Vorbörse bei Tesla, kommt es eben zu diesem scharfen Pull-in. Ausgehend von diesen Niveaus, wir sind in der Nachbörse gehandelt worden, hier bis 1220 und werden jetzt schon bereits $70 unterhalb gehandelt. In der Zwischenzeit hatten wir sogar hier $100 Abschläge gesehen, also fast minus 10%. Und was interessant ist, das ist jetzt ganz wichtig, und zwar sind wir unter den Two-Day-VWAP hier gefallen. Das ist die Region um 1166 US-Dollar. Dieser Two-Day-VWAP, das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis, der den Durchschnittspreis für die letzten 2 Tage anzeigt. Also das heißt, wo ist gestern das durchschnittliche Volumen gehandelt worden, beziehungsweise wo ist eben heute bis dato jedenfalls das Volumen gehandelt worden. Und solange wir unterhalb dieses Levels handeln, liegen jetzt die Marktteilnehmer, die gestern diese Rallye auf der Oberseite dann begonnen haben zu chasen, in Anführungsstrichen, liegen die entsprechend unter Wasser. Das könnte die dazu veranlassen zu sagen, naja, wenn das jetzt irgendwie mit dem Herzdeal doch nicht so sich so als wirksam oder als weiter kurstreibend herauskristallisiert, dann ist es vielleicht besser, wenn ich meine Aktienposition zunächst erst einmal reduziere bzw. wieder abstoße. Vielleicht gibt es eine bessere Möglichkeit. Und genau dadurch könnte jetzt ein Verkaufsdruck entstehen, der dann, und dann gehen wir mal ganz kurz hier auf, so, dann gehen wir mal ganz kurz hier auf den aktuellen Kursverlauf, der eben dazu führt, dass diese Trendlinie, die sich herauskristallisiert hat, dass diese potenziell gebrochen wird. Also das ist eine sehr steil verlaufende Trendlinie, sicherlich, aber so, sobald diese gebrochen wird, und, na, beziehungsweise hier, in dem Fall ist sie sogar schon gebrochen. Ja, wir könnten die auch ein bisschen weiterziehen. Vielleicht könnten wir, das wird der eine oder andere vielleicht sogar bevorzugen, der wird vielleicht sagen, naja, wir sollten vielleicht ausgehend von dieser Rallye hier auf dieser Herzen letzte Woche eigentlich die Trendlinie ziehen. Vielleicht ist die sogar ein bisschen angemessener an der Stelle. Und das ist die tatsächlich, also die nehmen wir mal raus, die ist ein bisschen sehr steil. Sollten wir diese Trendlinie brechen, dann könnte das der Beginn sein einer wirklich tiefen Korrekturbewegung, weil sich doch vielleicht einiges an sehr viel Optimismus begonnen hat, eben in die Aktie einzupreisen. Also sprich, es wäre dann, wenn wir jetzt unter die 1130 ungefähr rutschen, und das ist der Bereich, den wir jetzt in der Vorbörse angelaufen sind, also das kann man hier relativ gut erkennen, hier, das ist der Bereich 1,24, 1,30, die gestrigen Tagestiefs zudem. Wenn wir diese, dann in dem Fall gelbe Linie, das ist jetzt die korrespondierend hier mit der pinkfarbenen hier im Markets-Chart. Wenn wir diese brechen, dann ist durchaus denkbar, dass wir in den kommenden Tagen eine Korrekturbewegung einleiten, die vielleicht sogar dieses Herzgap, so nenne ich jetzt mal, in der Lage ist zu schließen. Also das ist ein sehr pessimistisches Bild. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich bei solch einem starken Wachstumstitel wie Tesla darauf spekulieren würde, aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass eben dieser sehr stark überdehnte Modus jetzt auf der Oberseite zunächst einmal ein bisschen abgetragen wird und dass wir dann eventuell in Richtung der Ausbruchregion erstmal eben Richtung 900, ehemalige Allzeithochs, zurücksetzen. Das ist durchaus eine Option. Mindestens ein Kursziel bei solch einer Korrektur, sofern sie auf den Weg gebracht wird, liegt meiner Einschätzung nach im Bereich um 1000. Trübt das insgesamt das Bild ein? Nein. Keineswegs. Und dazu habe ich hier einen anderen Account mal aufgerufen. Wer bei Twitter ist, dem empfehle ich wirklich Gary Black zu folgen. Unglaublich stark aus fundamentaler Perspektive, besonders im Hinblick auf Growth-Titel. Und der hat sich auf Tesla seit geraumer Zeit schon eingeschossen und hat da einige unglaublich gute Betrachtungen eingefangen. Hier zum Beispiel, das ist ein Tweet vom 1. November von gestern, einfach um das Ganze mal fundamental einzuordnen. Wir haben jetzt diese Herz-Story, aber die Herz-Story, und das ist genau das, was Musk wiederum meint, jetzt
in Bezug eben auf our economics, auf unsere wirtschaftliche Situation. Das ist eben keine Situation, die in irgendeiner Form jetzt darauf Auswirkungen hat auf die grundsätzlich sehr fundamental starke Situation, in der sich Tesla wiederfindet. Und die hat eben hier Gary Black beispielsweise gestern nochmal zusammengefasst. Also er schreibt hier, aktuelle Katalysatoren zum 1. November, was eben weiteres Wachstum für die Aktie beinhaltet. Full Year 22, Volumen EPS increases, also das heißt im November an der Stelle, Austin Berlin Gigafactories haben eröffnet im November. Wir haben in den USA eine potenzielle Nachfragensteigerung durch wie heißt das? Staatliche Subventionierung, so nenne ich sie einfach mal, wenn du ein Elektromobil kaufst, dass du eben von der US-Regierung, in Anführungsstrichen von der Biden-Administration, 8.000 Dollar bekommst. Das ist etwas, was dort ab Dezember beginnt anzulaufen. Du hast ein Innovation Grade Upgrade an der Stelle fürs Jahr 2022, erstes Quartal. Also das heißt, man hat hier auch jetzt entsprechende Pläne, entsprechende Upgrades voranzutreiben, auch im Hinblick auf die Softwareausstattung beispielsweise, beziehungsweise auf die Gesamtinfrastruktur des Autos, welche hier den Vorsprung eventuell noch einmal deutlich steigert gegenüber der Konkurrenz. FSD L3 Autonomy, das ist ein, wie heißt das? So ein Selbstfahr-Algorithmus-Software, so nenne ich das jetzt mal sehr grob formuliert. Zweite Hälfte 2022 zeichnet sich ab. Wir haben hier eine 4680 Scale Product etc. pp. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen. Also da kommt auch noch einiges. Da kommt auch noch einiges in diesem Zusammenhang, was an potenziell Wachstum zur Aktienkursentwicklung beiträgt, aus fundamentaler Perspektive als Nachbrenner folgen kann. Wir haben weiterhin, wie gesagt, einige Portfolio-Manager, die underweight Tesla in ihren Portfolios sind. Und er schreibt hier, ausgehend von den fundamentalen Kennzahlen, hat er ein Kursziel in den nächsten 6 bis 12 Monaten bei 1.400 Dollar. Erinnert euch dran, ich hatte vor einiger Zeit mal gesagt, der Range um 1.500 Dollar, 50% Kursaufschläge sind durchaus zu erwarten. Wenn man sich zum Beispiel auch die Netflix-Story anguckt, die wir gesehen haben. Also sprich anders formuliert, jetzt oberhalb von 1.200 Dollar sind wir nochmal Chance-Risiko-Verhältnis technisch ausgehend von diesem Ausblick hier, von dieser fundamental gerechtfertigten Preisniveaus, sind wir einfach für Long-Engagements unattraktiver, spricht für eine Korrektur. Aber sobald wir in Kursgefilde um, wie gesagt, 1.000, eventuell sogar 900 Dollar rutschen, Bargain, also ein richtiges Schnäppchen, 800 Dollar, haben wir innerhalb oder ausgehend von diesen News hier, haben wir eben ein Kursziel von 1.400 Dollar für die nächsten 6 bis 12 Monate, welches realistisch erwartet werden könnte, wenn wir eben entsprechend weiter dann auch das übergeordnete Bild sich positiv darstellen sehen. Und das wiederum bedeutet, dass wir zwar kurzfristig ein Ausverkaufsszenario vielleicht haben, so nenne ich das vielleicht mal, ein schärferer Drop hier in Tesla eben tatsächlich sich herauskristallisiert, aber längerfristig die Vorgaben weiter ganz klar bullisch bleiben. So, ja, das noch zu Tesla. Eins können wir definitiv sagen im Zusammenhang mit dem DAX, mit dem den schauen wir uns jetzt ganz kurz an, beziehungsweise darüber hinausgehend auch. Er hangelt sich aufwärts. Zwischenziel hatte ich heute früh in meiner DAX-Betrachtung um 15.900 Punkte gegeben, also Zwischenziel auf dem Weg in Richtung Allzeithoch. Hier sehen wir, das ist auch, da steht ein bullischer Breakout bevor, also Jahresendrallye ist potenziell am Laufen. Saisonal sind wir weiterhin sehr, sehr positiv, wenn die übergeordnete Front freundlich bleibt. Spricht wenig dafür. Ich hatte gestern zwei, drei sehr skeptische Kommentare gesagt und die bleiben auch weiterhin auf jeden Fall im Hinterkopf. Es kann durchaus sein, dass wir einen sehr starken bullischen Drive in den nächsten Wochen noch zu sehen bekommen, ins Weihnachtsfest hinein, dass dann allerdings mit Beginn des nächsten Jahres eine scharfe Korrektur sich abzeichnet. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Das ist nicht zwangsläufig ein Selbstläufer. Bei allem Optimismus, der sich aktuell darstellt und den man auch nicht faden sollte, wo weiter Aufschläge sehr, sehr wahrscheinlich sind, es könnte durchaus sein, dass früher oder später eine sehr scharfe Korrekturbewegung ansteht. Aber wie gesagt, das ist erst eigentlich frühestens nächstes Jahr, Januar, vielleicht Februar erst ein Thema, sofern sich das Bild dann überhaupt derart darstellt. Und bis dahin natürlich auch das Bild ruhig bleibt. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass wir jetzt nicht irgendwelche Hiobsbotschaften oder sonst dergleichen eben über den Ticker laufen sehen, die niemand vorhersieht an dieser Stelle. Bis jetzt zeichnen sich die nicht ab, aber das sei an der Stelle vielleicht noch hinzugefügt. S&P 500, unspektakulär, Aufwärtssequenz erstmal weiter intakt. Das ist diese kurzfristige Struktur hier, diese türkisfarbene Trendlinie.
Inflection meiner Einschätzung nach Bereich 4,95, 4,6. Solange wir die halten können, sind die Vorgaben weiter long. Und oberhalb von 4,630, 4,650, 4,7 nächste Kursziele auf der Oberseite. Bei Bruch vielleicht eine tiefere Korrektur, dann mit 4,550, beziehungsweise hier diese orangefarbene Trendlinie als Kursziel auf der Unterseite. Hier noch ein Blick auf die Edelmetalle. Bild hat sich nicht verändert. Weiterhin sehr, sehr choppiges Treiben. Solange wir unterhalb von 8,10, 8,13, 8,15 handeln, ist der Modus eher short. Letzte Woche, besonders am Freitag, ja, dieser Flushout hier, der da auf den Weg gebracht worden ist, potenziell durch Bullion Banks, Comex, begünstigte Entwicklungen. Eventuell waren die da der Haupttreiber für diese starke Abladen. Würde ich jetzt mal vermuten. In den Quartalsschluss auch ganz besonders hinein. Also wir haben ja am letzten Handelstag, letzte Woche Freitag des Monats Oktober gehabt. Der Modus bleibt erstmal grundsätzlich choppy. Ja, also choppy seitwärts, das fällt, glaube ich, relativ deutlich auf. Leichte Tendenz zur Long-Seite. Allerdings setzt die auch voraus, dass man Gold von der Leine lässt. Das ist immer ganz wichtig, jetzt vielleicht noch zu berücksichtigen an der Stelle. Wie gesagt, ein klareres Signal oberhalb von 8,10. Solange wir da nicht drüber brechen, besteht eher nochmal die Gefahr, dass wir hier bis in Gefilde 1750 eventuell sogar zurücksetzen. Silber bin ich weiterhin relativ froh, aktuell jedenfalls, dass ich mich aus der Long-Position verabschiedet habe, weil solch eine Position, besonders wenn sie eben auf Momentum abzielt, bindet natürlich Kapital, und wenn sich das Momentum abschwächt, dann will ich nicht mehr long sein. Und das war dann hier der Fall mit dem Break, und seitdem choppy seitwärts. Wir brechen irgendwie über diese Abwärtssequenz, aber nichtsdestotrotz, ein dynamisches Aufdrehen bleibt bis dato aus. Ich würde mal sagen, auch hier ein klares Signal, wenn wir über 24,20 laufen würden, dann würde ich aufmerksam werden. Das könnte interessant sein. Bis dahin ist allerdings auch Silber hier eher neutral bis unspektakulär eben tatsächlich zu sehen. Und final noch ein Blick auf Bitcoin. Wo haben wir sie denn? Ah ja, okay. So, was auch immer gerade über den Ticker gelaufen ist, ist erstmal ein positives Signal. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Das sieht so ein bisschen überladen aus, ehrlich gesagt. Beziehungsweise den nehme ich mal hier raus. So, können wir auch neu einzeichnen gleich. Also, was auch immer jetzt der bullische Driver dafür ist. Halten erstmal der 60.000er Marke finde ich stark. Das ist erstmal ein erstes positives Signal. Wir sind zwar insgesamt in einem neutralen Umfeld, aber wir sehen, wir laufen jetzt hier in den Bereich der oberen potenziellen Range-Begrenzung. Das ist so die Region um, was ist es, 63.000, ja, 500 ungefähr. 63,5, das ist der Bereich, den wir jetzt gerade eben tatsächlich anlaufen. Sollten wir den überwinden können, dann sind wir wahrscheinlich relativ zügig. Stehen wir wieder bei in Gefilden um Allzeithoch, also 66,7, 66,8 der Unterseite. Und ja, dieser bullische Grundmodus, der bleibt so lange intakt. Meiner Einschätzung nach, wie wir oberhalb von 60 handeln, beziehungsweise etwas kurzfristig orientiertere Trader, die werden vielleicht sagen, spätestens wenn wir diese Trendlinie hier brechen würden, also diese höheren Tiefs, die sich ausgebildet haben und die eigentlich ein positives Bild suggerieren. Wenn wir die verletzen würden, dann würde der kurzfristig bullische Modus hier gebrochen werden. Aber in Summe spricht aktuell eigentlich eher einiges dafür, dass wir nochmal einen Stint mindestens in Richtung hier der Allzeithochs da auf der Oberseite zu sehen bekommen. Vielleicht dann auch einen Push höher, als dass wir hier im Scheitern zu sehen bekommen. Trading-technisch, wenn wir jetzt im ersten Anlauf scheitern, also wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten, das kann man hier erkennen. Ne? Also das ist jetzt hier oben links, das ist die 5-Minuten-Ebene. Da gibt es jetzt zwei Szenarien. Ich zeichne die mal ganz kurz vielleicht ein. Wer Bitcoin da auf dem Schirm hat, das könnte ganz interessant werden. Also, erstes Szenario ist, wir Rücksetzer zu sehen bekommen, nochmal gegen diese Trendlinie. Das sind auch die ehemaligen Hochs hier, dieser Bereich. Das ist Region um 62.000 und von dort long positionieren mit Attacke Allzeithoch. Stop relativ eng wahrscheinlich, den würde ich im Bereich hier um diese Aufwärtstrendlinie haben. Also, man sagen 61 vielleicht, Pi mal Daumen, vielleicht mit dem Stop, vielleicht ein Stück weit niedriger, aber alles in allem ist das glaube ich. Das wäre bei solch einem Szenario hier so ein Stop. Wenn wir da die Trendlinie brechen, da wäre ich nicht mehr so überzeugt davon. Zweites Szenario, wenn wir gar nicht diesen Pull-in zu sehen bekommen, also diesen Rücksetzer hier gegen diese ehemaligen Hochs auf die 62K, das ist der Entry, dass wir jetzt hier eine enge Konsolidierung zu sehen bekommen, eine enge Konsolidierung knapp unterhalb dieser Hochs. Das würde uns dazu veranlassen, dass wir sagen, wir handeln den Bruch
höher, direkt long und haben den Stop unterhalb dieser Konsolidierung, die sich daher eventuell herauskristallisiert, wenn wir jetzt hier nicht den tieferen Pullin sehen. Was übrigens, das ist das noch stärkere Szenario als jenes hier. Denn dieses Szenario zeigt, dass wir das höhere Preisniveau bereits in der Lage sind zu akzeptieren und Nachfrage in diesen Bereich kommt. Also das könnte man auch noch eventuell als Akkumulation sehen, bevor es zu diesem Break höher und entsprechende Attacke hier auf die Allzeithochs kommt. Ja, das sind zwei mögliche Szenarien. Also entweder Konsolidierung, dann mit Break höher, entsprechend enger Stop unterhalb einer Konsolidierung, die sich herauskristallisiert, oder Pull entgegen diese ehemalige Widerstandsregion, die jetzt zu einer Unterstützung wird um 62 mit knappem Stop unterhalb dann vielleicht dieser Trendlinie so in diesem Bereich, weil dann sieht das Bild, also der Charakter verändert sich einfach und wir würden mit diesem Setup hier darauf spekulieren, dass dann etwas mit Verzögerung, der Bruch höher mit Attacke auf die Allzeithochs eben tatsächlich stattfindet. Nee. Auto, damit habe ich es gar nicht. Also da bin ich sehr, 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 sehr pragmatisch. Also erstmal danke. Vielen Dank für die netten Worte zu meinem Outfit. Ja, Dapper Tuesday. Heute ist Dapper Tuesday. Nee, Tesla habe ich nicht. Und ich habe auch nicht vor, ehrlich gesagt, da irgendwie von abzuweichen. Also vielleicht kommt meine Frau irgendwann und sagt, sie will einen Tesla haben. Dann werde ich wahrscheinlich mal mit ihr ins Gespräch gehen und werde sie mal fragen, ob das wirklich nötig ist. Sie hat doch ein Fahrrad. Ich bin da wirklich sehr pragmatisch. Also ich wohne in Berlin. Ich bin in 20 Minuten in der City. Ich habe alles auf dem Weg. Ich laufe lieber zu Fuß. Ich glaube, das ist auch für die Gesundheit wesentlich einträglicher. Und ich habe nie wirklich den Luxus genossen. Also klar, wenn man mal so ein bisschen so in der Schulzeit damals, besonders am seinem Zeitalter 16, 18 so, natürlich willst du ein Motorrad haben, Moped beziehungsweise Auto und dergleichen. Das war cool, aber ich habe darüber hinausgehend nie, besonders in der Großstadt und ausgehend von dem Umstand, dass man innerhalb von wenigen Minuten überall sein kann, ohne den Stress zu haben mit entsprechenden anderen Autofahrern irgendwie sich auf der Straße irgendwie auseinandersetzen zu müssen oder einen Parkplatz zu suchen oder sonst dergleichen. Ich habe da den Sinn und Zweck habe ich nie hinter verstanden. Also wenn man früher oder später mal vielleicht aufs Land zieht, ins Umland oder sonst dergleichen, dann wäre das sicherlich eine Option. Aber bis dahin muss ich ganz ehrlich gestehen, auch wenn ich das Auto an sich also faszinierend finde, was ich höre jedenfalls und was mir zugetragen wird, ist es nicht so, dass ich da irgendwie jetzt irgendwelche Motivation hätte, generell ein Auto zu haben. Also unabhängig davon, ob es ein Tesla ist oder sonst irgendein anderes Auto tatsächlich. Ja, also das ist das kommt noch hinzu. Felix schreibt hier nochmal zurückkommend auf die Geschichte mit BioNTech, Moderna, Impfstoffe und Versorgung und dergleichen. Es gibt ja da durchaus geleakte Verträge, die ja zeigen, dass bestimmte Unmengen des Impfstoffs eben entsprechend abgenommen werden müssen. Neben dann auch entsprechender Schadloshaltung in Bezug jetzt auf auftretende Nebenwirkungen. Also das sind schon nett formuliert, also für einen Unternehmer sind das ziemlich coole, also was ich gesehen habe jedenfalls, was ich gelesen habe, sind das schon ziemlich coole Verträge. Also so einen Vertrag hätte ich auch gerne, mit wem auch immer ich da ins Geschäft kommen würde. Also Spaß beiseite an der Stelle. Also das ist ein sehr, sehr, da, alleine das, auch im Hinblick auf all das, was jetzt eventuell in Bezug auf Skepsis bei Moderna, dem Impfstoff und dergleichen sich herauskristallisiert, die Wahrscheinlichkeit, dass genau ausgehend von diesen Verträgen dann auch entsprechend unabhängig von irgendwelchen moralischen Befindlichkeiten. Es ist ja kein Wunder, dass ein Großteil der Politiker keine Kinder haben. Also jedenfalls hierzulande, sofern ich das mitbekommen habe. Ja. Die haben da keinen moralischen Kompass oder sonst dergleichen. Und demnach ja, verkaufen die im übertragenen Sinne nicht nur ihre Bevölkerung allgemein, sondern auch die nachfolgende Generation und die Kinder verkaufen die im Grunde genommen. Das ist das, was die machen. Das ist das, was ich letzte Woche auch damit meinte und mit, dass das böse Menschen sind. Aber also jetzt nochmal losgelöst davon, wie gesagt, ist das ein sehr, sehr, in Anführungsstrichen, einträgliches Geschäftsmodell, was auch unterm Strich nochmal
befeuert, dass da potenziell ein enormes Wachstumspotenzial in den jeweiligen Titeln eben tatsächlich stattfindet. Übrigens, bitte versteht mich nicht falsch. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, was der eine oder andere denkt, dass man da irgendwelche Spekulationen oder sonst dergleichen auf den Weg bringt, ob das nicht auch dann moralisch verwerflich ist. Also ich bin an erster Stelle bin ich halt Trader und schaue mir das an, wie ich halt hier in der Stelle eben meinem Job als Trader nachkommen kann. Ja? Ich weiß, dass es da durchaus die Möglichkeit gibt, Debatten zu führen. Ich habe dazu auch persönlich eine Meinung. Es widert mich in gewisser Form auch tatsächlich an, aber das hält mich nicht davon ab, meinem Job eben als Trader nachzugehen und hier an der Stelle eben ja, dann mich im Grunde genommen mit dem Wind zu bewegen und mich ausgehend von diesem auszurichten. Also jetzt da irgendwie dagegen zu stellen und irgendwie auch mein mentales Kapital irgendwie auf irgendwelche Shortplays gegen die Biotech-Firmen oder dergleichen oder Pharmaunternehmen, das wäre reine Verschwendung. Das ist wie Don Quixote gegen Windmühlen. Ja? Und demnach, also ich kann das absolut nachvollziehen, dass da moralische Bedenken sind, aber wir wollen nach Möglichkeit, dass das davon lös betrachtet hier aus der rein trading-technischen Perspektive eben beleuchten. Ja, gut. Das war es meinerseits. Happy Trading. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal und wir hören uns wieder morgen zum Morning Meeting am Mittwoch, den 3. November 2021, hier gemeinsam mit Markets. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, lasst gerne ein Like hier, abonniert den Kanal, habt ihr Kommentare, gerne unterhalb des Videos posten, Fragen zu anderen Märkten, gerne dort eure Gedanken teilen und soweit meinerseits. Happy Trading. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.